Herzlich willkommen vom schönen Nürburgring hier. Wir sind bei unserem 318T Rennwochenende. Wir haben Samstag. Wir sind schon Donnerstag und Freitag gefahren. Donnerstag noch 2 Stunden Trackday. Gestern freies Training und Quali. Wir sind 41. glaube ich, oder 42. Welcher Platz hatte der? 41. meine ich. Erik Schlegel da. 43. dann. Also ganz okay. Der Sascha ist noch kurzfristig auf ein anderes 318T-Auto aufgesprungen. Wir fahren hier mit Lukas und Erik. Und der Sascha fährt beim Czerny. Da ist ein Fahrer abgesprungen, da ist der Sascha drauf. Ja, durchwachsene Bedingungen. Wenn rauskommen, will man sehen. Ja, schauen wir mal, was die nächsten 2 Tage bringt. Sonst, ja, würde ich sagen, wünscht uns ein geiles, spannendes Wochenende und in einer Stunde geht's los. Hallo, hey. So, mein Rechtsmann. Erik, ja, keine Ausreden, ne? Immer voll. Ah. Überall reinhalten und Spaß haben. Radio-Check. Loud and clear, on your copy. Schön, lass er durch die Hose an. Ja? Schön geschmeidig, mach dein Ding. Ich hab Spaß. Krass. Sind die wieder rum? Hätten wir fast in das verunfallte Auto gefahren. Wie geht's los? Rennabbruch. Copy. Und dementsprechend jetzt Safety Car auf der Strecke und dann wird das Rennen gleich dann freigegeben. Wenn er jetzt vorbeifährt, ja, wenn er dann Box, okay? Also wenn er jetzt vorbeifährt, fährt er noch eine Runde und dann Box. Box. Copy.
ein paar bisschen Kabeleien gehabt, ne? Ja, dem Unfall hinten, da hat nicht viel gefehlt. Ja. Warst du auch mit involviert fast, oder was? Ich habe gerade so das Lenkrad rumgerissen, ja. Geil. Weil ich stand so, das gedrehte Auto stand so ungünstig. Ja. Du hast es einfach nicht gesehen, durch die Barrikade von der Box. Und das Auto stand direkt auf der Ideallinie. Ach du Scheiße, ja, man hat es ja gesehen, er stand direkt. Ja, ja. Ja, und zweitens ist halt durchgeknallt, da die Motorhaut abgeholt. Deswegen haben die auch rote Flagge gezeigt. Wie war der Start? Langweilig. Stand mir ja noch rum. Aber sonst konnte gut mitfahren, ich hatte schöne paar Kämpfe gehabt, hatte mit drei Smirlis Autos. Ja, du hast dich die ganze Zeit gebettelt, ne? Ja, immer vor, zurück. Ey, alles richtig. Das sah schon ganz geil aus. Das hat Spaß gemacht. Dann halt durch den Unfall hat sich das natürlich neu sortiert und dann bist du fast nur für dich gefahren. Fand ich ein bisschen schade. Aber was willst du machen? Regnet das jetzt oder regnet das nicht? Glückwunsch! Glückwunsch! Good job! Am 43. haben wir jetzt den 38. gemacht. Wenn wir das jetzt hier richtig rechnen, wird es Sebastian Marlachs. Nee, Rennen war. War echt cool eigentlich so. Es ist zum Ende nochmal richtig schön spannend geworden, als der Wetter, Gott sei Dank, es hat angefangen zu regnen. Haben wir nochmal schon ein paar schönere Fights gehabt, weil. Ja, es ging nochmal richtig gut dann. Ja, aber du kannst ja mit den Reifen ja so gut auch im Regen fahren. Also so wie dem jetzt. Das ist ein bisschen schmierig, das macht noch mehr Spaß, weil du rutscht halt noch ein bisschen mehr, die anderen rutschen halt noch mehr. Schön, nee, war ich klasse. Also kontrollierbar. Ja, ich habe mich einmal oder zweimal fast in Kurve 1 weggedreht, aber ansonsten lief gut, hat Spaß gemacht. Morgen ist wieder Rennen, ja, stehender Start diesmal, kein fliegender. Den stehenden Start fahre ich. Erik ist heute in den Fliegen gefahren, ich fahre jetzt den stehenden morgen und schauen wir mal, was morgen wird. Hoffentlich regnet es morgen wieder. Macht mehr Spaß. Herzlich willkommen vom Tag 2 hier am wunderschönen Nürburgring, worauf ich gestern gar nicht eingegangen bin. Wir waren ja noch auf dem Prüfstand, weil wir wollten einfach mal, oder die Jungs wollten auch mal wissen, was hat das jetzt hier gebracht. Wir hatten ja letztes Jahr zu wenig Leistung. Und der Flo Sternkopf ist am Donnerstag am Track der unser Auto gefahren und Otto mal, hab keine Leistung. Ne? Ja, so ungefähr war. Also Leistung haben wir theoretisch. Also die Endleistung passt, 145 PS und 181 Newtonmeter. Da fehlen noch so 6-7 Newtonmeter. Aber wir haben irgendwie so ein kleines, so 2-3 PS Loch zwischen 4 und 5,5 oder so. Ne? Wir haben jetzt erst gedacht, die Dieserklappe und. Also wir schauen uns das nochmal an. Aber wir haben auf jeden Fall, sind wir jetzt von der Leistung mal da, wo das Feld grundsätzlich ist. Aber es fehlt halt so, unter den 1500 Umdrehungen haben wir so ein bisschen irgendwie eine Kleinigkeit. Aber sonst, wir sind, was waren wir, jetzt habe ich gestern gesagt, 37. Ne, geworden. Ja. 37. Heute wirst du den stehenden Start fahren, immer schön auf die Fresse. 7000 einkuppeln und gib ihm. Das ist ja immer erste Rennen fliegender Start, zweiter Rennen stehender Start. Ja, und dann werden wir mal gucken. Sascha, muss man sagen, macht auch einen ganz guten Job bei den Kollegen von Czerny. Da ist er noch draufgesprungen, weil ein Fahrer abgesagt hat. Ne? Jo. War gestern 27. oder 25. oder so, ne? Mit dem Henry Czerny selber. Ja. Ja, also da war, glaube ich, kann man auch ganz zufrieden sein. Und wir entwickeln uns stetig weiter, sagen wir es mal so, oder? Ja. Sascha hat ja gestern auch seinen ersten Gentleman-Pokal bekommen, genau. Sieht ihn gar nicht an, aber er ist wirklich so alt. Ja. Ja, schöner Pokal auf jeden Fall. Ja. In diesem Sinne, gleich Vollgas und mal gucken,
Wie viele Autos werden wohl starten? Zwei Autos sind richtig kaputt. Eins habt ihr repariert. Das von der Eva von gestern ist wieder repariert. Aber das andere nicht. Okay, dann Vollgas. Machen wir. Box, bitte mit In-Ansagen, wichtig. Tommy. Und wie warst du mal C12 rumzufahren? Geil! Ich habe leider einen links draufgekriegt. Habt ihr den Spiegel wieder ausgeklappt links? Oder eingeklappt? Ja. Muss Erik halt ohne fahren. Geht ja nicht. Doch, der Kurzflügel war komplett drin. Ja, so ein bisschen. Ja, ich hatte eine leichte Berührung in der Kurve. Ganz leicht. Ganz leicht, aber nur. Ist der erstmal gesteckt beim 318 Ti, deswegen. Der ist kaputt. Jetzt? Wie war der Start, der stehende Start, was dann ist? Ja, stehende Start war echt gut. Das ist halt echt blöd für die Hinteren, weil du siehst nichts, ja. Also du kannst dich auch nicht neben die Spur stellen oder so, sondern du siehst halt einfach nichts. Und Musti hat mir Gott sei Dank irgendwie grün durchgegeben, aber dann hast du ja trotzdem, bis er es erkennt, bis der es dir sagt,
hast du so eine Verzögerung drin und das halt, ja, das muss man irgendwie anders lösen, dass die anderen halt auch eine grüne Ampel kriegen und dann, weil es fehlt halt einfach diese halbe Sekunde, Sekunde, die du dann länger brauchst zum Starten, das merkst du schon extrem, gerade bei der Klasse. Aber ansonsten war Start auch erste Kurve, Turn 1 war wirklich vernünftig, da gab es keine Rangeleien, zumindest bei uns hinten nicht, in unserer hinteren Startgruppe. Da bin ich schon gut weiter vorne gekommen. Runde 6, 7, der grüne Heartspeed-Kollege. Entschuldigung, aber du hast mich gebremst, ich musste durch. Da hatten wir Turn 1, sind wir aneinander gekommen, kurz geknutscht, aber sind beide weitergefahren, von daher. Aber wenn man das System erst noch verstanden hat, dass Code 60 eigentlich nicht 60 km/h heißt, sondern fahre 3 Minuten 35 in der Runde, das was viel schneller ist als 60, dann habe ich jetzt auch kapiert, warum die uns immer alle überholt haben, wenn wir einfach Strich 60 gefahren sind und nicht nach der Zeit. Weil wenn du nach Zeit fährst, dann fährst du im Schnitt 70, 80. Ich hatte Glück, wo der 1Q60 war, hier gleich für vorne. Da war Start Ziel, da konntest du mit unserem Aim-Dashboard konntest halt arbeiten, plus eine Minute und 20 dazu. Den Start hast du schon gut weggemacht. Den Start hast du die Linie erwischt. Du warst innen gewesen. Ja. Dann ich gesagt, der wird jetzt alle nass machen. Ja, war ja so. War auch so. Ja. Nee, ja. Good job. Danke für den ersten Tag von mir. Nee, Resümee. War ein erfolgreicher Lauf. War wirklich gut. Hat richtig Spaß gemacht, wie immer. Und Erik wird leider im Simulator sitzen. Für die nächste Strecke. Und die wird sein Zandvoort. Schön am Meer, Cocktails trinken. Und, ist relativ spät. Ja, ja, das sind jetzt noch ein paar Monate hin. Ich glaube erst September, Oktober und sowas ist Zandvoort erst. Und werden wir wieder fahren, ja? Freue ich mich. Aber diesmal in der Konstellation Sascha und Erik. Und ich mache den Peitscher. Ich mache den Amtscoach. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.